Bauchschmerzen, Durchfall und Blähungen. Papa hat ständig Pups. Aber dann wurde mir in der Apotheke Kijimea Pro empfohlen. Meine Darmbeschwerden sind wie weg. Kijimea Pro. Mehr auf kijimea.de. Herzlich willkommen zu Ad hoc 24 am 18. Juli. Ein Kabinettsbeschluss für das Apothekenreformgesetz hat es gestern nicht gegeben. Stattdessen hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nun den 21. August als nächsten Termin genannt. Die Abda reagierte Anfang der Woche auf den vermeintlichen Aufschub im Kabinett mit 2 neuen Kampagnenvideos, um über die Gefahren der Reform zu informieren. Konkrete Maßnahmen wie Kundgebungen stehen aber wohl noch nicht auf dem Plan. Man wolle sich am Gesetzgebungsverfahren orientieren. Für den Hessischen Apothekerverband heißt das klar: Weiter geht's. Der HAV werde mit Blick auf das neue Datum seine intensiven Bemühungen für eine nachhaltige Stärkung der sicheren und wohnortnahen Arzneimittelversorgung durch die öffentlichen Apotheken fortsetzen. Auch 2023 hat sich der Landesapothekerverband Baden-Württemberg mit seiner Abteilung Taxation erneut für die Mitglieder eingesetzt. Dabei konnten für die LAV-Mitglieder insgesamt 1,5 Millionen Euro von den Kassen zurückerkämpft werden. Adexa und ADA haben sich auf einen Tarifvertrag geeinigt. Bisher galt gemäß Bundesrahmentarifvertrag in § 8, dass für Mehrarbeit eine Grundvergütung plus Zuschläge in Höhe von 25% bzw. 50% fällig werden, sofern die Apothekenleitung dies angeordnet hat. Der Passus wurde angepasst. Zum 1. August sinken die Zuschläge auf 15% bzw. 25% der Grundvergütung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder.